Bereits seit 5 Jahren gehören Stundenzettel bei Jacobibau der Vergangenheit an. Seitdem erfassen die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten über ihre Handys und Smartphones mit Wirtek. Das über 100-jährige Unternehmen hat seinen Sitz in Hattingen an der Ruhr. Es ist im Kanal-, Straßen- und Tiefbau tätig, vor allem auf Baustellen im Spezialtief- und Rohrleitungsbau im Bergischen Land und im Ruhrgebiet. Wenn die Monteure, Arbeiter, Techniker und Poliere morgens vom Bauhof in Hattingen fahren, erfassen sie die Abfahrt mit wenigen Klicks auf ihren Handys oder Smartphones. Die Buchungen werden sofort auf die Wirtek-Server übertragen. Wenn sie auf der Baustelle ankommen, genügt ein weiterer Klick, mit dem die Arbeitszeit auf der Baustelle beginnt. Während auf den Baustellen gearbeitet wird, können Bau- und Projektleiter im Büro die Daten bereits nutzen. Sie wissen, welche Baustellen besetzt sind und können bei Personalengpässen sofort reagieren. Und sie können ihre Projekte mit tagesaktuellen Arbeitszeitdaten steuern. Damit alle Arbeitszeitbuchungen korrekt sind, findet eine automatisierte Plausibilitätsprüfung statt. Nur wer sich auf der korrekten Baustelle befindet, dessen Buchungen werden vom System akzeptiert. Die Arbeitszeitbuchungen werden von den Wirtek-Servern automatisiert zu Lohnbuchungssätzen verarbeitet. Dabei werden alle betrieblichen Arbeitszeit- und Vergütungsregeln berücksichtigt, etwa die unterschiedliche Vergütung von Fahrern und Beifahrern und die Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeiten. Die Lohnbuchhaltung muss nur noch die Krankmeldungen und Urlaubstage eintragen und die Monatsabrechnung auf den Wirtek-Servern starten. Danach können die Lohnbuchungssätze über integrierte Schnittstellen an die Lohnsoftware und das ERP-System übergeben werden. Wenn die Arbeiter abends wieder auf dem Bauhof eintreffen, genügt ein Feierabendklick auf dem Handy, damit die Projektleiter vollständige Daten für ihr Projektcontrolling haben und die Lohnbuchhaltung, die Lohnabrechnung, erstellen kann.